Willkommen zurück, Freunde, zum Platin-Walkthrough zu Dark Souls Remastered. Heute werden wir die Dämonenruinen und Lost Izalith komplett machen. Allerdings zuvor, ihr habt das letzte Episode schon angekündigt, habe ich leider vergessen, werden wir beim Nitoite die 10 Augen des Todes abgeben. Ich war schon ein bisschen farmen, aber ich werde euch das jetzt nochmal zeigen, wie das funktioniert. Also wir teleportieren uns einfach in die Tiefen. Zehn Augen des Todes brauchen wir ja. Dazu rüsten wir uns natürlich den goldenen Schlangenring aus, ne? Habe ich ausgerüstet. Und ich habe mittlerweile schon die 10, also wir haben schon 10 Andenken der Vergeltung. Die haben wir in der letzten Episode in der gemalten Welt schon gefarmt. Die können wir im NG Plus dann direkt ganz gemütlich abgeben. Und 11 Augen des Todes habe ich bereits und da brauchen wir auch 10. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie man die farmt. Na, wir setzen uns kurz ans Leuchtfeuer, dass das da aktiviert ist. Perfekt. Und jetzt drehen wir da eine Runde. So, wie ihr seht, habe ich ja schon jetzt die Drachentöter Großaxt ausgerüstet und habe sie bereits beim Schmied in Anolondo auf plus 5 gebracht, also auf Maximum. Absolut perverses Gerät, muss man sagen. Ne? Die macht 343 Schaden plus 280, über 600. Dagegen die schwarze Ritterhellebarde, 367 plus 146. Also das ist halt so ziemlich eine der besten Waffen im ganzen Game. Also wenn nicht die beste, meiner Meinung nach. Aber wenn ihr nicht dieses Glück gehabt habt, dass euch die getroppt ist, es ist mit der schwarze Ritterhellebarde mindestens genauso einfach. Und spätestens Endgame werdet ihr auch die bekommen, weil da fahren wir ja die ganzen Schwarzritter ab. Alle Waffen und die Schwarzritter-Schild holen wir uns dann. Das ist ja alles Platin-relevant, die Schwarzritter-Waffen, ne? So, jetzt gehen wir schon mal zu den Basilisken. Und die droppen das ja auch. Da haben wir schon den ersten. Okay, kein Glück bei dem. Ne? Dann gehen wir da hoch. Da durch. Und da haben wir jetzt einige. Achtung. Und zack. Jawohl. Und da haben wir schon. Das ist eine ganz tolle Drop Rate. Auge des Todes. Wir brauchen nur 10 Stück. Ne? Somit haben wir das schon erledigt und können direkt zurückreisen. Das fand es einfach so lang, bis das ihr 10 Stück habt. So einfach ist es. So, jetzt gehen wir in die Katakomben. Ich laufe einfach direkt da durch. Das ist mehr in circa, ja, 3 Minuten oder so ist man dort. Katakomben machen wir das nächste Mal fertig. Eigentlich könnte man ja das... Aha. Gut zu wissen, das habe ich übersehen letztens. Braucht aber keiner. Eigentlich könnte man das den nächsten Part machen, aber ich habe ja vorigen Part schon gesagt, dass wir das noch machen. Also mache ich das gleich. Wir laufen einfach straight durch.
Er verpisst dich, danke. Werft zu den anderen. Die Ärsche. So. So, wieder eine sensationelle Ehrenrunde gedreht. Da müssen wir natürlich raus. Da gehen wir runter. Ruhe, 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 da rein mit uns und da sind wir schon hier. Und da müssen wir da auch nie wieder hergehen, das ist wunderschön. Das ist toll. Na, jetzt warten wir. Spitze. Das ist der Bossraum vom Nito, wie gesagt. Da haben wir einen Nito. Und jetzt bieten wir Auge des Todes an. 10 Stück. Und erhalten das platinrelevante Wunder. Grabesfürst, großer Schwerttanz oder Schwanztanz. Auf jeden Fall haben wir das erledigt. Wir sind da fertig. Und jetzt können wir ruhigen Gewissens die Dämonenruinen und Lost Iserlif zu 100% erledigen. Dazu reisen wir zur Tochter des Chaos. Und haben Spaß. Da können wir wieder einen Havelsring anlegen, damit wir Fast Troll haben. So gefällt mir das Ganze schon viel besser. Wichtig ist Drachenwappenschild für Feuerabwehr. Ja, und jetzt, Ladies and Gentlemen, beginnt die unschöne Seite von Dark Souls. Dieses Gebiet, was jetzt kommt, diese Bosse, was jetzt kommen, drei an der Zahl, sind meiner Meinung nach eine absolute Designkatastrophe. Da hat aber From Software nicht wirklich Schuld, denn ich habe das schon mal erwähnt. Damals war das Spiel noch nicht fertig und Sony hat so Druck gemacht, dass From Software dieses Spiel fertig bringen hat müssen. Sehr, sehr, sehr zum Leidwesen von der ganzen Lava-Welt. Die ist dann sehr, sehr lieblos dahingeklatscht worden. Das sieht man, wir werden jetzt wirklich eine Reise machen durch die Hölle der Designer. Also wirklich, das ist wirklich furchtbar, furchtbar hässlich.
Man kann es spielen, ich mag das gar nicht. Wir werden auch einige Sachen einfach schnell durchlaufen, weil teilweise ist das, das glaubt man nicht. Also wenn man Dark Souls sieht, ne, und die ersten paar Stunden spielt und dann da runter geht, das sind einfach wie zwei verschiedene Spiele. Aber wir sind ja nicht da zum Meckern, wir sind da zum Zocken. Das sieht man da zum Beispiel schon sehr gut. Mal kurz einmal, wo haben wir das Fernglas? Habe ich das überhaupt? Ja. Na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Taurus-Dämonen einfach nebeneinander hingepflanzt. Und hier sehen wir, da ist ein Item. Und ums Eck, verpiss dich, ums Eck haben wir eine Glut, die liegt mitten in der Lava. Die können wir aber aktuell nicht erreichen. Dazu brauchen wir erst einen Ring, den was uns der übernächste Boss gibt. Ja, sehr viel Fallschaden. Und da gehen wir dann hin, wenn wir diesen Ring haben. Ja, also furchtbar. So, jetzt haben wir auch diese Ziegendämonen wieder als Standardgegner. Genau, wir werden jetzt auf jeden Fall Pfeil und Bogen ausrüsten. Wo haben wir denn unseren Bogen und das Pfeil? Ah. Standardpfeil, ja. Und vielleicht den goldenen Schlangenring. Wenn du was sicher zu schwer. Aber es geht. Ah, jetzt habe ich was vergessen. Müssen wir noch mal kurz zurück. Ich muss mich menschlich machen. Da kommt er entweder. Na, jetzt benutze ich den Wanderfluch. Das habe ich jetzt vergessen. Da kommt er entweder. Der Kirk. So, jetzt sind wir menschlich. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter. In der Episode haben wir, wie gesagt, drei Bosse, wenn wir die ganze Lava-Welt machen. Ja. Ja, ab und zu klappt es, dass man keinen Fallschaden nimmt. Wenn man so gegen die Wand rollt. Allerdings jetzt halt nicht. Wie gesagt, die Items links holen wir uns, wenn wir diesen Ring haben. Das machen wir am Ende der Episode dann. Ziegendämon. So, jetzt kommt der Kirk wieder. Zum zweiten Mal kommt er.
So, Kirki, okay, das war's mit dir. Sechsundzwanzigtausend Seelen, das ist nicht schlecht. Verbleibende Energie erhalten. So, jetzt könnte man natürlich doch an die ganzen Ziegendämonen vorbeigehen, aber das sparen wir uns. Wir jumpen da runter. So, da müssen wir jetzt aufpassen, sehr gefährlich. Drum Pfeil und Bogen. Weil die machen eine Crab Attack. Die hat sich gewaschen. Da sind wir One-Hit. Ganz gefährliche Viecher. Wie viel Glück droppt auch irgendwas? Nope. Kriegerseele. Ehrlich, One-Hit, ne? Da haben wir noch Kriegerseele. Und der Taurus-Dämon. Hau mir nicht oben, aber. Na! Na, bitte nicht! Kann ich das überleben? Ui Leute, das war sehr knapp. Das war äußerst knapp. Das war scheiße für die Bro. Magier haben es da unendlich leicht in diesem Gebiet. Jetzt haben wir Gott sei Dank schon so viel Vitalität, dass wir jetzt nicht gestorben sind. Normalerweise haben wir da schlechte Chancen. So. Erledigt. Ritterseele. Na, ihr seht, Taurus-Dämon. Werden wir jetzt dann gleich hinschauen. Da kommt er hoch, der Bro. Wunderbar.
Da hinten haben wir eine Glut. Komm her, Kollege. Jawohl. So, wieder auf Sicherheitsabstand gehen. Da kommen jetzt insgesamt 5 solcher Skorpion-Zecken oder so. Da riskieren wir gar nichts. Ja, laufen wir einfach mal durch. So. Was haben wir auf der sicheren Seite? Magier hauen da dreimal einen großen Seelenpfeil drauf und die sind alle drei down. Aber wir haben ja keinen Stress. Grüne Scherbe zweimal, okay. Die können aber auch rote Brocken droppen, das wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen lieber. So, und der letzte. Im Nahkampf sind die ja Katastrophen. Genial. Ah, nochmal grüne Scherbe. Na, ist ein bisschen gemein, es ist keine Mimik, na, aber da ist eine Blutlache. Und da haben wir jetzt die Flammenglut, die brauchen wir, um unsere Feuerwaffe weiter abzugraden. Ist natürlich auch platinrelevant, weil wir brauchen ja die Trophäe fürs Feuer. Für die Feuerwaffe. Das schaut so furchtbar aus, ich kann mir nicht helfen. Aber es wird noch viel schlechter. Das wird noch Augenkrebs. Jetzt habe ich glaube ich gesehen, dass ich da ein Item vergessen habe. Kann aber nichts Wichtiges sein. Ich habe da zumindest etwas Leuchten gesehen. Oder hat mir das getäuscht? Mich nicht getäuscht. Ja, grüne Scherbe, ne? Warum nicht? So, jetzt kommt der erste Boss von die drei. Ah, zuerst machen wir noch eine kurze, ganz wichtige Abkürzung. Ja, da drin ist der Boss. Wir gehen zuerst da runter. So, ich Glück gehabt, dass ich nicht drauf gehe. Und jetzt muss ich natürlich gleich etwas erklären. Ganz wichtig.
kurz hoch nochmal. Ja. Perfekt. Ich glaube, dass das nur eine Seele ist da hier oben. Das heißt nur, ne? Ritterseele. So, da werden wir dann später die Sonnenlichtmedaillen farmen, denn diese kleinen Maden oder Käfer, die droppen die. Schaut, wir haben sogar schon eine. Echt cool. Sonnenlichtmedaille. Wie viel haben wir da schon? 5. Also 5 Stück brauchen wir noch. So, jetzt ist folgendes. Da dahinter ist diese Sonnenlichtmade, die was den Hut droppt. Und ich habe euch einmal in einem der vorigen Parts erklärt, dass diese Tür, ne, Tür berühren, die geht nur dann auf, wenn wir beim Chaos-Eid oben, wo wir gerade waren vorhin, ne, wo wir die 30 Menschlichkeiten geopfert haben, wenn man da eben 30 Menschlichkeiten opfert, Stufe 2 erreicht, dann geht diese Tür da auf. Und das ist ganz, ganz wichtig für die Solaire-Quest, denn jetzt ist es möglich, da jetzt diese Sonnenlichtmade zu töten, den Hut zu bekommen, der was uns den Weg in die Katakomben erhält. Und später kommt dann Solaire daher und er wird nicht verrückt. Denn wenn Solaire daherkommt und diese Sonnenlichtmade sieht, dreht er komplett durch und bekämpft uns. Wir machen zwar die Solaire-Quest nicht, aber wir wollen ja unbedingt diese Sonnenlichtmade haben für die Katakomben. Jetzt besteht da natürlich auch ein Trick, wenn man Pyromant ist und die Pyromantieflamme ausgerüstet hat, dann kann man sie jetzt da herstellen. Und wenn die Tür nicht aufgeht, dann castet man einfach den Giftnebel. Die kleine Sonnenlichtmade da drin vergiftet und von der anderen Seite kann man sie später dann holen. Und der Solaire ist nicht mehr böse, weil er natürlich, weil die Sonnenlichtmade nicht mehr lebt. Und ich Trottel, ne, habe jetzt vergessen, in den Eid einzutreten. Ich bin so dumm. Jetzt muss ich leider nochmal zurück. Ja, das passiert, ne? Ist aber nicht schlimm. Wir sind wieder hier oben. Und jetzt treten wir kurz in den Eid ein und dann laufen wir einfach nur mit direkt runter. Ist ja nicht weit. Wir sind ja im Eid, aber wir haben ihn nicht ausgerüstet quasi. So. Wie gesagt, hier in diesem Eid müssen wir Stufe 2 sein, das sind wir ja. Eid leisten. Jawohl, jetzt sind wir wieder drinnen. Das habe ich jetzt natürlich komplett vergessen, dass wir zuerst in den Eid eintreten. Klar, ist ja irgendwie auch logisch. Und jetzt geht diese Türe auch auf. Und ich sag's nochmal, die geht eben nur dann auf, wenn wir da 30 Menschlichkeiten geopfert haben. Direkt hin, ist ja nicht weit, Gott sei Dank. Ne? Es ist ja nur ein kleiner Abstecher.
Der könnte eigentlich mal seine Waffe droppen, das ist auch ziemlich nice. So, wir sind schon wieder da. Laufen wir durch. Jawohl, und jetzt öffnen wir diese Türe. Jetzt haben wir direkt nochmal die Chance auf eine Sonnenlichtmedaille. Auch nicht schlecht, ne? Droppt nix. Jetzt haben wir kein Glück gehabt. So, und jetzt sind wir da. Zack. Diener des Chaos. Plus 1, die Tür geht auf. Und da haben wir dieses Viech. Oder war es das da? Nope, es war eh das. Und da sehen wir schon, das Item leuchtet anders. Und wir haben die Sonnenlichtmade und das ist das, was ich unbedingt haben wollte. Na, jetzt haben wir Licht und jetzt haben wir die Katakomben, überhaupt kein Problem. Wunderbar. Aktuell brauchen wir es noch nicht. Oh, die nehmen wir auch noch mit da. Crystal Lizard. Jawohl. Super fein. So, da haben wir einen Titanit-Dämon. Da gehen wir jetzt noch nicht lang. Da ist das verlorene Eiserliff, ne? Wir machen jetzt zuerst den Boss. Und jetzt wird dann da später Solaire auftauchen. Und er ist nicht verrückt, weil diese Sonnenlichtmade tot ist. Für seine Quest müssen wir eigentlich da in diesen IC 30 Menschlichkeiten abgeben. So, jetzt rüste ich aber den anderen Ring aus, damit ich schneller bin. Den Havelsring. Ja, der Boss ist der dritte Tutorial-Boss, sage ich einfach mal. Und da merkt man wieder, dass die keine Zeit gehabt haben. Wir haben ja den Tutorial-Boss, dann haben wir den Boss, wenn wir zurückgehen ins Untoten-Asyl, das was eigentlich der gleiche Boss ist, nur mit Magie. Und jetzt haben wir denselben Boss mit Feuer. Und da merkt man einfach, wie schlecht es ist. Ne? Aber wir werden ihn jetzt töten. Drachenwappenschild ausrüsten. Feuerdämon, ne?
Und das war's mit ihm. So, und da haben wir jetzt was ganz was Wichtiges. Ne? Das darf man auch nicht vergessen, denn da haben wir den Dämonenbeschleuniger und der ist platinrelevant. Das ist ein platinrelevantes Item, eine platinrelevante Waffe. Am 226, jetzt riss ich ganz kurz die schwarze Ritterhellebarde aus. Ich habe das Gefühl, dass die sogar mehr Schaden macht irgendwie. Warum 271? 271? Ja, tatsächlich, die macht einfach mehr Schaden. So, und da ist was ganz was Cooles. Shortcut und wir sind wieder herum. Richtig nice. Na? Da haben wir die Tochter des Chaos und da unseren Freund. Setzen wir uns kurz ans Leuchtfeuer, damit wir wieder 20 haben, 20 Estus. Und dann geht's wieder zurück. Mir macht es gerade ein wenig stutzig, dass meine Axt weniger Schaden macht als wie die Hellebarde. Obwohl die eigentlich viel mehr Schaden laut Stats macht. Ne? Über 600, die Hellebarde weit nicht so viel. Ja, ich teste das jetzt dann nochmal beim Gegner. So, jetzt kommen wir zum nächsten scheußlichen Boss. Der ist auch so schlecht designt, dass eine Katastrophe ist, wirklich. Aber der Boss droppt. So, jetzt probiere ich das da nochmal. Der Boss droppt eben den Ring. Ne, den Ring. Jetzt haue ich da mal zweihändig auf so ein Viech. 362 und da. 391, ich mache einfach mehr Schaden mit der schwarze Ritter Hellebarde. Oder vielleicht auch nur bei die Gegner. Ja, es ist strange auf jeden Fall. Oh oh. So. Und ein Leuchtfeuer und da unten ist der Boss. Ritterseele. So, da könnten wir eigentlich
Und da sieht man es jetzt schon, dass wir die Quest jetzt nicht verfolgt haben. Denn hier würde irgendwo das Rufzeichen vom Solaire sein. Da hätte man aber einfach öfter beschwören müssen. Wie gesagt, das machen wir... Ah doch, da ist er. Könnte man sogar noch beschwören, den Solaire. Aber wie gesagt, machen wir nicht, weil wir machen ja das alleine im ersten Durchgang. So, wir gehen da sofort rechts. Grüne Scherben heben wir auf und jetzt versuchen wir ihn da die Hand abzuschlagen. Es ist Der Boss ist so schlecht. Ja, richtig gut. Oh Gott. Jawohl, wir haben den orangenen verkohlten Ring. Wir schauen, schwarze Ritterhellebarde. 386. Es ist einfach die bessere Waffe. Aber ich verstehe es nicht. Dann bleiben wir bei derer. Und da ist er down. Menschlichkeit und Heimkehrknochen. Und jetzt haben wir den Ring auch. Ne? Rüsten wir gleich mal aus. Verkohlter Ring. Reduziert Lavaschaden. Ich fände die Höhle nie. Da haben wir es. Und jetzt beginnt das schlechteste Stück Dark Souls.
ja, da muss man so sagen. Da haben wir ihn so leer. Why? Why? After all this searching, I still cannot find it. Why? After all. Ja, er kann es nicht finden. So. Uiui, das ist so schlecht. Na, da haben wir jetzt diese Dinosaurier-Ärsche. Und ich sag's euch gleich, da irgendwo liegen noch zwei Items hinten. Ich pfeife da drauf. Das ist ein göttlicher Segen und eine Seele. Ich will da so schnell wie möglich durch. Darum rüste ich mir da jetzt einfach einen Giftpfeil aus und Pfeil und Bogen. Ja, das sind abgerissene Dinosaurier. Ich meine, kann man einen Dinosaurier-Arsch vergiften? Glaub nicht, ne? Er ist tot. Komm rüber, Mann. Es ist so hardcore lächerlich, ne? Ich meine, das ist so schlecht, ja. Das Geräusch. So, die lassen wir nur links und rechts einfach liegen. Schaut sich das an. Das ist ja immer gut. Holen wir halt da die Seele oder was das da ist. Ja, Seele. So. Wo ist jetzt die depperte Wurzel? Da ist die Wurzel. Dann schaut sich das an, Leute. Da stehen lauter solche Typen. Es ist wirklich schlecht. Ja. Und das ist auch der Grund, ich muss das leider nochmal sagen, das ist der Grund, warum ich nicht sagen kann, dass Dark Souls 1 das beste From-Software-Spiel ist. Ne? Bloodborne oder Demon's Souls oder ja Sekiro von mir aus, ja, aber Bloodborne und Demon's Souls, die sind durch und durch perfekt und Lost Isolith ist ein großer Bereich vom Game, ja, und schaut halt so aus, ja. Dark Souls 1 ist ein Meisterwerk, aber es ist aus diesem Grund für mich nicht das beste From Software Game. So, jetzt haben wir uns da runter. Da drinnen. Mal Bonfire. Das werden wir entfachen.
einmal genug, denke. Obwohl, machen wir es auf 15. Weil der Boss ist auch nervig. Nervig. Und ich werde gleich die ganzen Menschlichkeiten da nehmen, damit ich jetzt mehr Fenderglück habe. Denn jetzt kommen so Trichtergegner, nenne ich es einfach. Ja, ist egal, machen wir es auf 20. Das bleibt im New Game Plus, das ist ziemlich cool. Die Leuchtfeuer, was wir jetzt entfachen, bleiben im New Game Plus und New Game Plus Plus entfacht. Richtig nice eigentlich. So, dann gehen wir schon langsam. Richtung Boss. Aber wir haben noch einiges zu tun vorher. Wir haben jetzt noch eine Chaos-Tochter. Die müssen wir töten für eine platinrelevante Waffe. Dann haben wir noch einen Pyromantie-Spruch. Und ein bisschen was, ja, wir haben noch einiges zu tun. Wir gehen einmal Richtung Boss, aber noch nicht zum Boss. Die sind so schlecht platziert, das ist so unspektakulär. Aber wir können sie töten, weil es wurscht ist. Da liegt ja irgendwo noch eine Seele herum. Würde man gern jetzt den goldenen Schlangenring ausrüsten. Und. Jawohl. Ah, ich bin immer. Ja. Na. Ja, machen wir es so. Wo liegt denn jetzt die Seele? Ich denke mal, da hinten liegt's. Ja, da drinnen ist sie. Große Seele, ne? Ehrenwerter Ritter. Ist die Musik von Sif, ne? Die Musik von Sif. So, das sind die Trichter, die sind gefährlich, aber die droppen teilweise auch. Jetzt haben wir gerade kein Glück. Rote Scherben. Und jetzt bekommen wir es gleich mit einem. Platin-relevante Waffe. Und sie ist
Und der Kirk kommt auch noch. Der Kirkki. Menschlichkeit und 26.000 Seelen wieder. Und da eben ganz, ganz, ganz wichtig, platinrelevant, der Eiserliff-Beschleuniger. So, die Frage ist, was holen wir uns alles aus dem Level? Eine gute Frage. Heldenseele, ja. Kann man schon mal machen. Durch das, dass ich da meistens bei diesem Gebiet nur durchlaufe, ich weiß zwar natürlich, was wir alles brauchen, aber ich muss es da gut überlegen, was wir uns nur alles holen könnten. Schaffe ich das? Eieiei. Nicht geschafft. Ich will das aber. Darum hole ich mir das auch. Schauen wir mal da runter. So, jetzt sind wir da bei der Abkürzung, wo wir die Sonnenlichtmade getötet haben. Und da haben wir jetzt diesen Titanit-Dämon, der was wirklich ein harter Brocken ist. Da unten, schaut. Das ist der härteste von allen. Ich hasse ihn so sehr. Oho. Jawohl, da haben wir ihn. Sehr, sehr gut, sehr, sehr, sehr gut. Ich glaube, der ruft ihn jetzt schon wieder an. Zwei Stück Dämonen-Tetanit. Wo sind jetzt meine Seelen? Die liegen da ganz vorn. Und jetzt sind wir hier, ne? Wo wir die Sonnenlichtmedaillen farmen. Die können wir schnell töten, kurz da, die ganzen kleinen Viecherl. Und jetzt sitzt so leer auch hier. Und wenn die Sonnenlichtmade jetzt noch leben würde, dann würde er uns angreifen und so können wir seine Quest weiterführen. Ja.
Jawohl, da haben wir sogar schon eine. Sehr gut. Da bleibt. Eine ist gedroppt. Sonnenlicht, super. Brauchen wir noch vier. Was it all a lie? Have I done this all for nothing? Oh, my dear son. What now? What should I do? My son. My dear, dear son. Was it all a lie? Oh. Und eigentlich könnte man seine Quest sogar jetzt beenden, weil wenn man jetzt beim... Müsste man eigentlich dann später beim Endboss beschwören können. Spätestens da endet aber die Quest, weil das mache ich ja nicht, weil ich kämpfe alleine gegen den Endboss. Ich habe mir immer gedacht, dass man Solea beschwören muss auch öfter, damit man seine Quest beenden kann. Aber eigentlich ist das die vorletzte Station von seiner Quest jetzt schon und wir haben ihn nicht einmal beschwört. Ne? Also so lernt man immer dazu. So, da drinnen bricht jetzt der Boden weg. Da müssen wir uns links halten. Ja. Jetzt schauen wir, ob wir in Sigmar diese Quest nicht verkackt haben. Das glaube ich nämlich eher. So. Und da steht der Zwiebelritter, der Sigwart. Sigmar, ja. So, ganz wichtig ist jetzt... Der darf jetzt nicht sterben. Sobald wir den ansprechen, springt der da runter und wird wahrscheinlich sterben. Wichtig ist auch, dass der mit 50% und mehr Vitalität überlebt gleich. Drum machen wir da jetzt damit drei so Viecher weg und dann sprechen wir erst an. Der muss, wie gesagt, weil der springt da sofort runter und der muss überleben. Mit über 50%. Ich mache jetzt 3,5 weg, dass er noch einen Gegner hat, den was er dann bekämpfen kann. Okay, einer steht noch da. So, und bei dem ziehen wir auch noch was ab. Ja, müsste passen. Er schläft schon wieder. On your mind? No, don't tell me. Those monsters making life difficult for you? You need not be ashamed. We're all in the same boat, you know. I really have run up quite a debt to you. Jetzt springt er runter, ne? The time has come. Friend, I have an idea. A good one, really. I will rush those dire fiends and you can slip away in the confusion. Please, friend, I owe you much more than this. By the honor of the Knights of Katarina, allow me to assist you. But now, I go. Don't be slow. Ja, sehr gut. Und normal wäre die Chance riesengroß, dass der da stirbt.
So, aber da kommt noch einer. Oh nein. So, geschafft. Das war knapper als gedacht. Ja. So, ich lege mir jetzt aber den Eisenring an. Jetzt sind wir da schneller unterwegs. Roter Brocken. Noch ein roter, sehr gut. Ritterseele. Zwei grüne Scherben. Sigurd. Well, you saved me once again. Oh, thank goodness. I'm exhausted. I think I'll have a rest. I'll recover shortly. Einfach der geilste Charakter. Jawohl, die haben einige rote Brocken da gedroppt. So, da ist auch noch eine Kiste. Wie ist denn der da gestorben? Ah, im Kampf, okay. Kiste. Und da ganz wichtig ist eine rote Scholle drinnen und die müssen wir im NG Plus auch aufheben. Wir brauchen zwei davon. Das ist äußerst wichtig. Zwei rote Schollen. Ja, da wird man sterben. So, jetzt holen wir uns noch eine Pyro. So. Noch ein roter Brocken. So, lautlos. Ja, ganz schönes Labyrinth, da diese ganzen Äste.
So, da geht's zum Boss. Und da holen wir uns noch was. Ganz wichtig und platinrelevant. Pyro-Chaos-Feuerpeitsche. Sehr, sehr gut. Versuch's mit Rollen. Majestätisch. So, bei diesem Boss werde ich einen kleinen Trick anwenden. Ist für mich der schlechteste Boss aller Zeiten. Kann es nicht anders sagen. Richtig nervig. Wo ist der Havelsring jetzt? Havelsring. Ohrenstein, Sachen anziehen. Und wichtig ist jetzt ein gutes Schild. Jawohl. So, gehen wir's an, Leute. Chaoswesen von Izalith. Warum? Da bricht der Boden weg, richtig unangenehmer Boss. So. Da gibt es einen kleinen Trick, den mache ich auch. Das ist so dumm. So, jetzt bricht es auseinander. Partie beenden. Denn wenn wir jetzt drüber rennen würden, würde das komplett zusammenbrechen und dieser Boss hat einfach nichts mit Skill zu tun. Ne? Jetzt gehen wir sofort links. Ich werde da trotzdem sterben, ist ja nicht so. Alter, der Sprung war sensationell. So, ich hoffe, ich bekomme jetzt meine Seelen irgendwie zurück. Kann aber leicht sein, dass ich die jetzt verliere. Jawohl. Ah.
schlechter Boss, schlechter Kampf, ne? So, die Entscheidung. Jawohl, geschafft, sehr gut. Chaoswesen ist besiegt. Und das war der Boss. Katastrophe, ne? Trophäe, Sieg über Chaoswesen, Silbertrophäe und die erste von 4 Fürstenseelen, meine Freunde. Mega. 60.000 Seelchen, by the way. Reparieren. Und jetzt teleportieren wir uns zur Tochter des Chaos. Lost Isolith haben wir für diesen Durchgang beendet. Wir haben alles, was wir brauchen. Natürlich holen wir uns jetzt noch eine Pyromantie und eine Glut. Aber ich meine, das Gebiet jetzt, wir haben diese Pyro direkt vom Boss gefunden. Wir haben den Dämonenbeschleuniger vom Feuerdämon. Und wir haben von der Tochter von der Chaos-Tochter, die was vorher im Bossraum war, haben wir den zweiten Beschleuniger, den Isolith-Beschleuniger. Das waren so die platinrelevanten Items. Und jetzt haben wir hier was Feines. Das Dornenset, das kommt dann, wenn wir den Kirk dreimal besiegt haben beim Invasieren. Dann liegt da die Dornenrüstung. Die ist eigentlich ziemlich cool, denn die macht Damage. Die hat, wie gesagt, Dornen. Und die macht tatsächlich Damage, wenn man da wo reinrollt. Ja, schaut gar nicht so schlecht aus. Okay, zuerst gehen wir mal zur Quelana, weil jetzt haben wir ja das Chaoswesen besiegt und jetzt gibt sie uns zum Dank eine Pyromantie, was wir für die Platin ganz dringend brauchen. Die erhaltet man übrigens auch, wenn man sie umbringt, aber warum sollen wir das machen, wenn wir sowieso Quelana töten? Grüß euch, Burschen. Ja, nächste Episode werden wir in die Katakomben gehen, Grabesfürst Nito machen. Bei dem sein Eid haben wir ja schon alles, da haben wir schon 10 Augen des Todes da gebracht. Übernächsten Part dann die Ruinen von Neulondo. Dann übernächsten Part machen wir dann das Archiv des Herzogs und dann sind wir schon fast fertig mit dem ersten Mal durchzocken. Thank you.
So, darf ich jetzt bitte in Ruhe meinen Sieg, meine Siegerprämie abholen? Outstanding. You have done very well. Thank you. I am blessed to have met you. I suppose I can call you fool no longer. I can hardly thank you enough. Please take this. It is all of me. Und wir erhalten die Trophäe, das Band des Pyromanten, denn wir haben alle Pyromantien, die was das Spiel hat, haben wir eingesammelt. Absolut sensationell. Und wir halten die Pyromantie Feuerorkan. Super, super, super. What's the rush? Jetzt holen wir uns noch die Glut. Ja, Wundertrophäe brauchen wir noch. Und die Zaubertrophäe. Oh. Ja, ich tue mir aufsteigen, weil es wurscht ist. Geht nur ein Level ab. Und teleportieren wieder zur Tochter des Chaos. Jetzt gehen wir in die Dämonenruinen, rüsten uns gleich mal den verkohlten Ring aus. Da haben wir das edle Teil. Jetzt können wir da runter gehen. So. Na, furchtbar, das Level-Design mit den Taurus-Dämonen da. Ich habe nie gesagt, dass ich der intelligenteste Mensch bin. Okay. So, da haben wir die Glut. Die brauchen wir ganz dringend. Chaosglut, absolut, absolut genial.
Ja, verpisst sich, Ole. Kriegerseele. Hey, willst du mich eigentlich verarschen? Ja, das war natürlich sensationell gut, ne? So hätten wir das erledigt. Einmal dieses dumme Ringwechseln. Warum haben sie dann einfach 4 Ringslots gemacht? So, ich kann gleich die Sonnenlichtmade ausrüsten. Sehr gut. So, wir reisen jetzt. In die Katakomben. Na, wir sind beim Schmied. Schauen wir mal, wie weit, dass wir unsere Feuerwaffe aufleveln können. Die Glut können wir dir jetzt auch geben. Natürlich geben wir ihm die Glut. So. Verstärken. Ah, umwandeln müssen wir. Entschuldigung, umwandeln. Da. In eine Feuer-Gargoyle-Hellebarde plus 6. Jawohl. Waffe verstärken. Wo haben wir es? Feuer-Gargoyle plus 6. Plus 7. Plus 8. Plus 9. Und wir bekommen die nächste Trophäe. Denn wir haben schon eine rote Scholle. Und die verwenden wir jetzt für die Feuer-Gargoyle-Hellebarde plus 10. Trophäe erhalten, Feuerwaffe. Das haben wir erledigt. Da können wir schon mal das Göttliche auch weitermachen. Das können wir aber da nicht umwandeln, oder? Na. Chaosglut. Können wir auch geben, sehr gut. Nö, da können wir nur zurückwandeln. Passt, Leute. So. Und da machen wir jetzt einen Break. Und da geht es das nächste Mal weiter. Wir machen die Katakomben fertig. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Über einen Daumen und Abo würde ich mich natürlich wie immer freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Jack FromSoft.